Servus Leute, hier mal wieder euer ABO von Dream Air Bushcraft. Heute allerdings mit einer kleinen Angeltour. Und was braucht man zum Angeln? Natürlich eine Angel. Was braucht man dazu? Gar nicht so viel. Bear Grylls Messer. Paracord. Eine Astgabel. Und einen schönen flexiblen Stock. Den werde ich jetzt mal bearbeiten und dann zeige ich euch das Ergebnis. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt ungefähr 15 Minuten an meiner Angel gearbeitet und das Ergebnis seht ihr doch jetzt mal. Naja, und ich denke, für 15 Minuten gar keine schlechte Arbeit. Tja, Spaß beiseite, heute nichts mit Bushcraft improvisieren oder so. Heute, wie gesagt, ganz gemächliche Angeltour. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich heute angel. Und dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. Ja, das ist die erste Montage, mit der ich heute mal das Angeln ein wenig probieren werde. Ganz simpel, Durchlaufröhrchen, 80 Gramm Blei und hier am Ende habe ich eine Maiskette hingemacht. Vorne natürlich schön mit einem pinken Pop-Up-Mais, der muss drauf. Ja, normalerweise nimmt man so Maisketten natürlich eigentlich als Selbsthakenmontage, also mit festem Blei. Ich probiere es mit Durchlaufröhrchen, mal schauen, ob es funktioniert. Ja, ihr seht, von einem befreundeten Angler noch ein bisschen Mais und Futter bekommen. Das nutze ich dann. Die zweite Montage, die ich jetzt gleich rauspatsch. Ganz klassisch Boili. Auch natürlich pinker Pop-Up-Mais. 80 Gramm Blei. Und heute teste ich mal von Progressive die Pineapple Fire. Die wurden mir mal ins Herz gelegt. Ja, mal schauen, ob das Zeug was bringt. Ruten sind ausgeworfen, jetzt heißt es abwarten, Natur genießen, kommt vielleicht gerade ein kleiner Schauer, aber das ist nicht so schlimm. Bisher das Wetter ist richtig geil, das erste richtig schöne Frühlingswochenende eigentlich. Ja, wünsche mir Glück und meinen Kollegen und falls ein bisschen Action ist, da melde ich mich natürlich wieder.
Hey Leute, ihr seht, Mittagspause, schön Käffchen genießen mit meinen Kollegen. Ja, bisher ging irgendwie noch gar nichts, aber nicht so dramatisch. Geht ja nicht nur ums Fischefangen hier draußen. Stille Ruhe, ein bisschen Alkohol. Immer noch nichts gebissen. Ihr seht, ist auch schon ziemlich zappenduster. Deswegen sage ich eigentlich schon mal ciao, leider ohne Erfolg. Außer heute Nacht geht's nochmal los. Und mein Kollege kommt mit raus, um Licht zu machen, um zu filmen, den Kameramann zu spielen. Ja, wenn nicht, dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Ich genieße die Zeit auf jeden Fall noch draußen und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut!